Im letzten Video habt ihr gesehen die einzelnen Symptome der STIs. Jetzt wollen wir uns die STIs im Einzelnen vornehmen. Vorweg gesagt, ihr müsst euch das alles nicht merken, sondern die STIs werden ja alle ähnlich übertragen. Es reicht, wenn ihr die Symptome kennt, wenn ihr euch untersuchen lasst und wenn ihr gegebenenfalls euch behandeln lasst. Die Diagnose wird ein Arzt stellen und der Arzt wird zu euch zum Beispiel sagen, ihr habt eine Syphilis oder ihr habt Filzläuse. Und dann könnt ihr im restlichen Video sehen, was das genau bedeutet. Okay, ich gebe euch jetzt kurz eine kleine Übersicht. An STIs gibt es Viren, es gibt Bakterien und es gibt Parasiten, die das verursachen können. Wobei Parasiten kleine Tiere sind, die auf der Haut sind oder im Körper auch sich aufhalten. Beginnen wir mit den Viren. Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis C, Feigwarzen, Genitalherpes und natürlich HIV gehört dazu. Machen wir weiter mit den Bakterien. An den Bakterien kennen wir die Syphilis, wir kennen den Tripper und wir kennen die Chlamydien. Und an Parasiten kennen wir die Filzläuse, die Krätze und die Amöben. Hepatitis-Viren können eine Entzündung der Leber herbeiführen. Besonders Hepatitis A, Hepatitis B und Hepatitis C. Hepatitis A heilt in der Regel alleine aus, wobei Hepatitis B und Hepatitis C im längeren Verlauf auch zu schweren Leberschäden führen können und behandelt werden sollten. Solltest du HIV-positiv sein, solltest du darauf achten, dich nicht mit Hepatitis C zu infizieren. Deswegen haben wir darüber nochmal ein eigenes Video im späteren Verlauf gemacht. Ihr kennt sicherlich die Herpesbläschen am Mund, die stark jucken und so kleine in Flüssigkeit gefüllte Bläschen machen. Die gibt es genauso auch am Anus oder am Penis. Auch da jucken sie stark, auch da ist die Flüssigkeit besonders ansteckend. Wenn man einmal das Virus im Körper hat, kriegt man das eigentlich auch nicht mehr raus. Ihr solltet unbedingt dies in einem Arzt zeigen, der kann euch dann Tabletten oder Salben verschreiben und damit die Symptome einigermaßen lindern. Stress ist unter anderem ein Faktor, der diese ganzen Bläschen auslösen kann. Feigwarzen sind kleine Knubbeln im Analkanal, ausgelöst durch das humane Papillomavirus HPV. Es gibt diese Knubbel nicht nur im Analkanal, sondern eben auch in dem Mund- und Rachenraum sowie am Penis. Wichtig ist die frühe Erkennung, weil sie eigentlich gut zu behandeln sind. Wenn sie nicht erkannt werden, können sie auch zu Krebs entarten. Deshalb geht zum Arzt, lasst euch untersuchen und manchmal kann man sich auch impfen lassen. Tripper und Chlamydien sind beides Bakterien, die den Mundrachenraum, den Penis und auch den Analkanal infizieren können. Tripper heißt auch Gonorrhoe, aber jeder Arzt wird Tripper auch verstehen. Beides sind gut behandelbare Infektionserkrankungen, die, wenn sie nicht behandelt werden, Schädigung des Körpers auslösen können. Unter anderem kann der Mann unfruchtbar werden. Syphilis ist eine leicht übertragbare bakterielle Erkrankung, die auch Lewis genannt wird. Sie verläuft in mehreren Phasen. Phase 1 ist die genitale Phase. Es kommt zu Ulzerationen oder Geschwüre am Anus oder am Penis. Dazu kommt noch ein Lymphknoten, der im gleichen Raum sozusagen vergrößert ist. Die zweite Phase ist die Ganzkörperphase. Da kommt es dann gerne auch zu Hauterkrankungen, Hautausschlag. Beides, sowohl die Geschwüre als auch der Hautausschlag, sind nur vorübergehend und verschwinden auch wieder, meistens nach 1 bis 2 Wochen. Die dritte Phase und die vierte Phase sind Erkrankungen der Organe und des wiederum ganzen Körpers und können dann auch lebensbedrohlich verlaufen.
Deswegen sind die regelmäßigen Kontrollen sehr wichtig und gegebenenfalls dann auch die Behandlung. Parasiten sind kleine Tiere, die sich entweder auf der Haut oder in der Haut aufhalten, oder kleine Einzeller, die sich im Darm aufhalten können. Fangen wir an mit den Filzläusen. Die Filzläuse sind kleine Tierchen, die lieben die Schamhaare, legen dort ihre Eier, was zu enormem Juckreiz führt. Die Krätze sind ebenfalls kleine Spinnentierchen, die sich in die Haut bohren und dort in den Gängen Eier und Kot ablegen, was zu starkem Juckreiz führt. Als drittes gibt es die Amöben, das sind Einzeller, die im Darm sich aufhalten und zu starken Bauchschmerzen und Durchfällen führen können. Und aufgrund dessen, dass sie sich im Kot auch befinden, kann es leicht beim Arschlecken zu Übertragungen kommen. Der Befall mit diesen Parasiten ist leicht behandelbar und sollte deswegen auf jeden Fall mit dem Arzt besprochen werden. Wenn man das alles so hört, könnte man denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber vor Sex braucht man wirklich keine Angst haben. Die STIs gehören zu uns seit Menschengedenken. Wichtig ist, dass man die Symptome kennt, dass man weiß, wie man sich beim Sex verhalten muss. Und dann kann Sex weiterhin Spaß machen und ist Sex keinerlei Bedrohung. Die meisten Sachen sind sowieso sehr gut behandelbar. Wie die Übertragungswege sind, das seht ihr dann im nächsten Video. Wünsche ich euch erstmal viel Spaß.